Wenn Einsamkeit schützt, kein Freund, der uns stützt. Allein sein als Preis dafür gesund zu bleiben. Wenn vieles zerbricht, was uns Glück verspricht, kommt unsere Hilfe nur von einer Seite. Und wir erinnern uns an das, was du versprichst. Durch Regenbogenfarben strahlt dein Licht. Liebe Konfis, liebe Eltern in Edenkoben, in Hambach, in Lachen, in Maikammer, in Speyerdorf. Abstand halten, Nähe finden. Das ist unser Thema für diesen Jugendgottesdienst, den wir auf YouTube miteinander teilen. Viele von euch Konfis haben mitgemacht, haben ihre Gedanken aufgeschrieben, haben kurze Texte aufgenommen, haben Videos gedreht. Wir haben sie zusammengestellt und versucht, einen Jugendgottesdienst daraus zu basteln. Profi-YouTuber sind wir nicht. Das werdet ihr merken. Aber wir wollen auf diesem Weg versuchen, mit euch zusammen zu sein und mit euren Eltern. Wir vermissen die wöchentlichen Konfi-Stunden, wie ihr auch. Wir hoffen, dass wir nach den Sommerferien wieder Woche für Woche in unseren Gruppen zusammenkommen können. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir wollen dir erzählen, Gott, wie es uns geht, wie es uns gegangen ist. Alles ist so anders und trotzdem scheint die Sonne, die Natur ist wie immer im Frühling und woanders, vielleicht nebenan, herrscht große Not. Viele Menschen sind an Covid-19 gestorben. In Italien, in Spanien, in Frankreich, auch bei uns in Deutschland. Und jetzt wütet das Virus in den USA, in Brasilien. Das bedrückt uns. Stärke uns, Gott, mit deinem guten Geist. Lass dir erzählen, Gott, wie es uns geht. Lass dir erzählen, was wir als Jugendliche erlebt haben, was wir denken, was wir fühlen. Lass dir erzählen, wie es uns zu Hause gegangen ist, wie es unseren Eltern geht. Tröste uns, Gott, wie eine Mutter. Und allem zum Trotz, gib uns die Freude wieder an der Sonne, an den Menschen, die wir lieben, an unseren Freunden, an dem, was uns Spaß macht, am Fußball, am Sport, am Turnen. Lass dir erzählen, Gott, wie es uns geht. Amen. Ich bin viel mit meinen Freunden draußen, wenn auch nur, um zu spazieren. Oft fahren ich und meine beste Freundin auch in den Lidl, kaufen dort was zum Essen und Trinken und dann fahren wir auf eine Wiese und picknicken dort. Das ist immer sehr schön. Auch verbringen wir jetzt viel mehr Zeit mit der Familie. Ich höre außerdem auch noch den ganzen Tag Musik, mach was mit meiner Schwester und so weiter. Am Anfang ging es mir noch gut. Ich war froh, dass ich keine Schule mehr hatte. Doch jetzt vermisse ich die Schule und meine Freunde. Obwohl ich sie beim Videoanruf sehe, fehlt mir der direkte Kontakt. Was mir auch sehr fehlt, ist das Handballspielen. Deshalb beschäftige ich mich zurzeit viel mit Sport, Joggen, Workout, Fahrradfahren, Volleyballspielen im Garten und so weiter. Ich vermisse das Präparantentreffen und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen können. Die Corona-Krise ist im Moment eine Belastung für uns alle. Deswegen ist alles sehr schwer. Aber trotzdem dürfen wir den Glauben nicht verlieren. Ich verbringe meine Zeit zum Spielen oder Spazieren. Aber auch zum Ausruhen und Fernsehen. Natürlich habe ich auch ziemlich viele Hausaufgaben und nebenbei Zeit für Hobbys. Ich freue mich aber trotzdem, wenn es bald wieder normal weitergeht. Während der Corona-Zeit hat sich vor allem die Schule verändert. Es war schwerer, den neuen Stoff auch wirklich zu verstehen, weil wir keine Lehrer hatten, der uns das Thema erklärt.
Hinzu kommt auch, dass wir die Hausaufgabe über E-Mail abschicken mussten und das war etwas kompliziert. In der Hinsicht des Sports und der Freizeit hat sich natürlich auch so einiges verändert. Wir mussten andere Möglichkeiten finden, unser Hobby auszuüben und Sport zu machen. Allerdings denke ich, dass diese Zeit unser Leben vielleicht auch etwas entschleunigt. Wir haben nicht mehr ganz so viel Stress und können uns für viele Dinge mehr Zeit nehmen. Wir gehen an alle Aufgaben oder Hürden entspannter an. Natürlich ist es schade, dass wir nicht in den Urlaub fahren konnten, dass wir niemanden besuchen können. Aber wir haben von einer Lehrerin gelernt, dass die Menge an Kohlendioxid, welche wir normalerweise in einem solchen Zeitraum verbrauchen, extrem zurückgegangen ist. Max sagt, es ist zwar schade, dass man seine Freunde nicht sehen kann, aber man kam in der Zeit auch zu Sachen, für die man sonst keine Zeit hatte. Finn meint, hier meine Antwort. Obwohl ich meine Freunde nicht persönlich treffen darf, können wir uns täglich über Headset beim Computerspielen hören. Coole Technik. Und dann erzählt uns noch einer, seit einiger Zeit haben ja die Eisdielen wieder geöffnet. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Seitdem treffe ich mich manchmal mit einem Freund und wir fahren mit dem Fahrrad und dem nötigen Hygieneabstand zur Eisdiele nach Edenkoben und kaufen uns ein leckeres Spaghetti-Eis oder ein Milchshake. Wir setzen uns dann irgendwo hin, auch wieder mit genügend Abstand und freuen uns darüber, dass wir nun wieder Eis essen können. Dabei denke ich fast manchmal, dass alles wieder ganz normal ist. Außerdem habe ich Glück, denn ich spiele Tennis. Und Tennis darf man ja seit einiger Zeit auch wieder spielen. Zwar nur unter strengen Hygienevorschriften, aber daran gewöhnt man sich schnell. Und es macht Spaß, wieder mit Freunden Tennis spielen zu dürfen. Deshalb verabrede ich mich jetzt so oft es geht zum Tennis. Den nötigen Abstand, den hat man ja. Liebe Grüße, Peter. Es ist gerade nicht so toll, ein jeder macht schon, was er soll. So machen wir das Beste draus und bleiben einfach mal zu Haus. Die Einkaufstaschen, die sind voll und manche finden dies ganz toll. Man achtet auch beim Einkauf drauf und setzt brav seine Maske auf. Denn es hat schon viele Tote gegeben, doch einige trotzdem nur doof reden. Und gehen zur Demo auf die Straße, ohne Maske auf der Nase. Und rufen Stopp zu der Corona-Plage, wir wollen wieder normale Tage. Doch begreift bitte, das hilft nicht viel. Denn wir sind noch lange nicht am Ziel. Wir spielen sehr viel mit der Familie und gehen auch mal raus eine Runde spazieren. Manchmal gehe ich auch mit einer Freundin eine Runde Fahrrad fahren oder einfach so ein kleines Picknick machen, natürlich mit Abstand. Es ist zwar echt langweilig, aber ich bin ja zum Glück kein Einzelkind und kann so noch etwas mit meiner Schwester machen. Dadurch, dass wir echt viele Arbeitsaufträge bekommen, geht die Zeit echt schnell um. Wir telefonieren ja auch seit neuestem mit unseren Lehrern, was teilweise auch echt Spaß macht. Mit unserer Klassenlehrerin machen wir zweimal in der Woche so eine kleine Plauderrunde, wo die Klasse einfach mal miteinander reden darf. Da das Turnen ja leider auch ausfällt, machen wir manchmal mit dem TV Edenkoben online ein paar Übungen.
Manchmal baue ich auch den Airtrack im Garten auf, um so ein paar Sachen zu machen, wie man auch auf dem Video sieht. Es ist zwar schon echt langweilig, aber es ist noch auszuhalten. Ich hoffe, dass Corona bald zu Ende ist, wir wieder in die Kirche können und die Konfirmation bald nachholen können. Man fragt Nachbarn, ob man ihnen etwas vom Supermarkt mitbringen soll. Es traf uns wie ein Schlag ins Gesicht aus einem fiesen, dunklen Hinterhalt. Erst ein, dann zwei, dann gleich Tausende und es ist kein Ende in Sicht. Ach, der Kiosk um die Ecke macht die Schotten dicht. Ich weiß, es tut weh, doch anders geht es nicht. Doch ich glaub, dass sich da gerade was Großes tut zwischen hier und dem Ende der Welt. Nichts bleibt, wie es war, die Weichen werden neu gestellt. Ich bleib Optimist und ich geb nicht auf. Am Ende kommt bestimmt was Gutes raus. Wir können etwas schaffen, wenn wir als Menschen das Große und Ganze sehen und in den Kampf gehen gegen das Virus, weil wir alle zusammenstehen. Hi, wir müssen zwar Abstand halten, aber wenn man den hält, wie zum Beispiel wir, dann kann man sich trotzdem treffen und dadurch hat man einfach nicht immer den Kontakt zu denselben Leuten, sondern trifft einfach mal andere Leute und wieder Freunde. Genau, wir haben zwar nicht diese Nähe, in der man sich umarmen kann oder so, aber wir haben einfach eine andere Nähe, in der man zusammen sprechen kann, zusammen lachen kann und das reicht auch manchmal. Genau, man kann auch einfach rausgehen, picknicken oder auch mal zusammen Hausaufgaben machen und ich glaube, da gibt es genügend Sachen, die man machen kann. Genau. Der Abstand hält uns nicht vom Zusammensein ab. Tschüss! Das will ich dir sagen. Corona. Wenn ich dieses Wort noch einmal höre, platzt mir der Kopf. Beim Homeschooling werden wir jeden Tag mit neuen Arbeitsaufträgen überhäuft. Es gibt kein System. Die Läden haben zu und es ist leer auf den Straßen. Abstand halten, das wird verlangt. Doch was ist, wenn man nicht mehr Abstand halten kann? Wenn man diese Nähe jetzt am meisten braucht, die Nähe zur besten Freundin, zum besten Freund. Was ist, wenn man die Arbeitsaufträge nicht erledigt? Gucken sich die Lehrer das überhaupt an? Wie und wann kehrt Normalität ein? Das alles sind Fragen, auf die wir im Moment keine Antwort haben. Manchmal fühlt es sich so an, als ob nichts wäre, an guten Tagen. Doch die meiste Zeit fühlt man sich doch fremd auf den Straßen, wo vor einigen Monaten noch alle fröhlich über den Weihnachtsmarkt gegangen sind, wir auf der Eisbahn Schlittschuh gefahren sind und gemeinsam zur Schule gegangen sind, Fußball gespielt haben, uns verabredet haben und gemeinsam im Kino waren. Die Frage lautet doch aber, wird es überhaupt noch ein Normal geben? Ohne Mundschutz, ohne Plexiglas vor den Verkäufern und Zoom-Stunden statt echten Unterricht? Ich habe so viele Fragen. Ich bitte dich, bleibe bei uns, jetzt in diesem Gottesdienst und danach im Alltag. Zeige uns, was wirklich wichtig ist und was uns stärkt. Amen. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, Berge versetzen und verrückte Lieder singen. Mit meinem Gott kann ich übers Wasser laufen. Ketten brechen. Mit meinem Gott kann ich durch die Wüste reisen, mit 5 Broten und 2 Fischen viele Menschen speisen. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, einfach im Glauben. Da schrie Mose zum Herrn: Was soll ich mit diesem Volk machen? Es fehlt nicht viel und sie steinigen mich. Der Herr antwortete ihm: Nimm den Stock in die Hand, mit dem du ins Nilwasser geschlagen hast. Schlag an den Felsen, dann wird Wasser herauskommen und das Volk kann trinken. Vor den Augen der Ältesten tat Mose, was der Herr ihm gesagt hatte. Der Ort wurde Massa und Meriba genannt, weil dort die Israeliten Mose angeklagt
und den Herrn auf die Probe gestellt hatten. Denn sie hatten gefragt, ist der Herr mitten unter uns oder nicht? Lesung aus dem zweiten Buch Mose. Ich selbst habe in den letzten Wochen erlebt, wie hilfsbereit manche Menschen sein können. Man kauft für Patienten der Risikogruppe ein oder FaceTime mit Familie und Freunden, um sie wenigstens so zu sehen und zu hören. Auch telefonieren ist eine Art Hilfsbereitschaft, weil man so dem anderen das Zeichen gibt, ich bin für dich da und kümmere mich um dich. So wie Gott uns das Versprechen gab, dass er immer für uns da ist. Ich will nur erinnern an 2. Mose 17, als die Israeliten murrten, weil sie Durst hatten, und sie sagten zu Mose, warum hast du uns aus Ägypten ziehen lassen, dass du uns, unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben lässt? Doch Gott versprach ihm, dass bald ein Fels kommen würde und Mose nur an den Fels schlagen müsse, und schon würde Wasser herauslaufen. Vielleicht dürstet es uns gerade jetzt auch, nicht nach Wasser, sondern nach Gemeinschaft, nach Freunden und dem Wissen, dass diese Zeit auch vorübergeht und wir diese Masken bald nicht mehr brauchen. So wie Gott für das Volk Israel da war, so ist er auch für uns in dieser schweren Zeit da. Gott, wir danken dir für Hoffnung und Stärke in dieser Zeit. Wir bitten dich für alle, die Probleme haben, besonders für die, die krank sind, die einsam und verbittert sind, die um einen Menschen trauern oder die sich vor dem eigenen Ende fürchten. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wenn Einsamkeit schützt, kein Freund, der uns stützt, allein sein als Preis dafür gesund zu bleiben. Wenn vieles zerbricht, was uns Glück verspricht, kommt unsere Hilfe nur von einer Seite und wir erinnern uns an das, was du versprichst. Durch Regenbogenfarben strahlt dein Licht. Du bist der Gott des Lebens, Schöpfer. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Gott segne uns und behüte uns. Gott schütze unser Leben und bewahre unsere Hoffnung. Gott lass dein Ansicht leuchten über uns, dass wir leuchten können für andere. Gott erhebe dein Ansicht auf uns und halte uns fest im Glauben, dass das Leben lebendiger ist als der Tod. Was du versprichst durch Regenbogen.